Ich zeige euch heute, wie man einen PS mit hydraulischem Gebläse auf Isobus-Steuerung aufrüstet. Wenn du einen Isobus-Aufrüstsatz bestellt hast, bekommst du ein Paket, wo wir im ersten Schritt jetzt schauen, was alles enthalten ist. Der Seewellenmotor, die Abdeckung für den Seewellenmotor, das Anschlusskabel, das Gerätekabel, die Isobus-Steuereinheit und die Umbauanleitung. Im ersten Schritt demontieren wir die Seewellenmotorabdeckung. Dafür lösen wir diese drei Muttern und diese Schraube. Jetzt klemmen wir alle Kabelverbindungen von der schwarzen Klemmleiste ab, damit wir im Anschluss diese drei Schrauben lösen können und den Seewellenmotor abbauen können. Jetzt nehmen wir die Zubehörrolle ab und demontieren die Kunststoffhalterung. An dieser Stelle montieren wir gleich die neue Isobus-Steuereinheit. Diese wird mit der zuvor demontierten Kunststoffhalterung mitgeschraubt. Für den nächsten Schritt benötigen wir den neuen Seewellenmotor, das kurze Anschlusskabel und die neue Abdeckung. Zum neuen Seewellenmotor ist zu erwähnen, dass sich auf diesem zusätzlich ein Drehzahlsensor befindet. Deshalb ist der alte Motor für eine Ansteuerung mit Isobus nicht mehr geeignet. Bevor wir den neuen Seewellenmotor am PS montieren, klemmen wir das Anschlusskabel an die schwarze Klemmleiste. Dafür legen wir das Kabel von dieser Richtung auf die Halterung und befestigen es mit einem Kabelbinder. Der Anschlussplan für die richtige Verkabelung befindet sich an der Innenseite der neuen Seewellenmotorabdeckung. Einer der vielen Vorteile des neuen Isobus-Systems ist jener, dass sowohl Geschwindigkeits- und Hubwerkssignale vom Traktor als auch von externen Sensoren verwendet werden können. Wenn in deinem Fall die Geschwindigkeit und Hubwerkssignale vom Traktor kommen, dann benötigst du diesen Stecker nicht. Montiere diesen mit einem Kabelbinder an der Halterung, damit dieser unter der Abdeckung geschützt ist. Möchtest du einen externen Geschwindigkeits- und/oder Hubwerkssensor verwenden, dann darfst du dieses Kabel hier nicht fixieren, sondern wir führen es nach der Montage später aus der Getriebemotorabdeckung heraus. Jetzt wird der neue Seewellenmotor am PS montiert. Nun müssen alle vorhandenen Sensoren wieder laut Anschlussplan im neuen Deckel angeschlossen werden.
Jetzt wird die neue Seewellenabdeckung am PS montiert. Die vorhandenen Kabel werden mit den mitgelieferten Durchführungstüllen durch diese Ausschnitte nach außen geführt. Jetzt müssen wir den Stecker mit der violetten Verschlusskappe an der Isobus-Steuereinheit montieren. Dafür müssen wir diese Schraube lösen und die Abdeckung abnehmen. Damit das Kabel einen guten Halt hat, wird es an dieser Stelle mit einem Kabelbinder fixiert und an dieser Stelle mit den zwei bereits vormontierten Schellen. An diesem Stecker können jetzt Geschwindigkeits- oder Hubwerkssensoren angeschlossen werden, falls diese vorhanden sind. Dieser Stecker ist ausschließlich für elektrische Gebläse zu verwenden und wird hier nicht benötigt. Jetzt nehmen wir uns das neue Gerätekabel, wo wir die eine Seite an diesem Stecker verbinden. Und die andere Seite direkt an die Isobus-Steckdose deines Traktors. Der Umbau ist jetzt abgeschlossen. Als letzten Schritt zeige ich euch noch die erste Inbetriebnahme. Je nach Traktortyp kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis die Anwendung vollständig hochgeladen ist. Sobald die Anwendung vollständig hochgeladen ist, müssen wir die Ersteinstellungen durchführen. Dafür halten wir 5 Sekunden die Set-Taste. In diesem Menü ist einzustellen, welcher Streuer am Gerät angebaut ist bzw. mit welchem Gebläse. Im ersten Punkt wählst du dein Modell aus. Dabei unterscheiden sich die Einstellungen zwischen E und H. E steht für elektrisches Gebläse, H steht für hydraulisches Gebläse. Im zweiten Schritt wählst du aus, welches Gebläse dein PS hat. Elektrisch, elektrisch plus oder hydraulisch. Wenn du die Ersteinstellungen durchgeführt hast, drückst du OK. Anschließend wird die Anwendung neu gestartet. Ein detailliertes Video zur Menüführung findest du auf unserem YouTube-Kanal oder verlinkt in der Videobeschreibung. Die Aufrüstung auf Isobus ist hiermit abgeschlossen. Weitere Details findest du auf apv.at und auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis bald!